Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Da ist der Baum gefallen, da fällt noch einer. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr mich hier wieder unterstützt und mich begleitet. Und auch schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Freut mich sehr, es freut mich sehr. So, ja, auf geht's. Wir haben in der letzten Folge da so ein paar Sachen geregelt bekommen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ach ja, ich entsinne mich. Ich hatte für diesen Wachturm jetzt entsprechende Soldaten mir ausgesucht, die den Job hier entsprechend übernehmen sollen, weil die da Banditen doch etwas stärker sind. Und hier zu befürchten ist, dass die normalen Soldaten, die ich bis jetzt eingesetzt habe, dafür ein bisschen zu schwach sind. Unter Umständen. So, ich schau mal ganz kurz, wie sieht es denn hier mit dem Lagerbestand aus? Wir hätten anzubieten 10 Eisenschilder, das ist cool, 10 Kettenrüstungen und 9 Eisenschwerter. Das ist immerhin nicht übel. Wir haben hier eine Werkzeugschmiede. Achso, ja, genau, das war das, wo ich dann auch noch sagte, irgendwie schauen wir mal, was wir da noch so brauchen. Wie sieht es denn damit überhaupt aus? Werkzeug. Wir haben jede Menge Rucksäcke, von denen 0 verfügbar sind. 13 reserviert. Okay. Dann schaue ich mal. Ansonsten Meißel. Die sind alle nicht verfügbar. So, einzelne Sachen anklicken geht nicht. Okay. Ich mache mal Folgendes. Ich gebe von jedem mal so eins an. Dann hat der was zu tun. Oder haben die was zu tun da, die guten Leute, je nachdem. So. Ja, gut, die sind jetzt wirklich jetzt erstmal im Bau. Da kann jetzt noch nicht allzu viel passieren hier von wegen Verfügbarkeit. Da muss ich mal irgendwann, ich hoffe, ich denke da noch dran. Vielleicht mal unter der Woche. Der kommenden, aus meiner Sicht. Mal schauen, ob ich da was herausfinden kann, wie da jetzt die Zusammenhänge sind oder wo da die Unterscheidungen sind. Das weiß ich noch nicht so richtig. So, hier ist die Waffenschmiede. Ist im Augenblick am Meckern, weil es gibt kein Eisen. Nicht schlecht. Die ist schlecht. Ich setze hier mal die Priorität drauf, weil Waffen sind wichtig. Kohle ist da, aber selbst Kupfer ist im Augenblick irgendwie Mangelware. Achso, ja, für die sowieso, weil das brauchen die gar nicht. Also, da habe ich ja jemanden für. Und die haben zwar die Order entsprechend hier, ne, Sachen zu besorgen, zu produzieren. Zu besorgen, Sachen zu produzieren, aber wenn da das Eisen fehlt, ist das nicht so toll. Es liegt aber nicht am Eisentagebau, es liegt an der Schmelzhütte. Silberwaren brauchen wir keine. Die ist einfach zu langsam. Herstellung im Gange. Moment. Bergbau, Schmelzhütte. Wie gehe ich hier so in den näheren Umkreis noch eine weitere Schmelzhütte hin? Ich könnte da tatsächlich eine bauen. Die Frage ist, kriege ich da noch einen Weg irgendwie hingezaubert? Dreh. Ich hier baue. Tatsache. Das klappt noch. So. Tam Tam, was ist Tam Tam? Oh.
gegnerisches Lager wurde entdeckt. Diebe, 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 jede Menge Diebe, die sind wo? Moment. Jetzt ist der Augenblick. Die sind. Das ist einer von diesen mysteriösen Orten. Da müssen die auf jeden Fall weg. Diebeslager, die sind da. Alles klar. Okay. Da habe ich einen Wachturm. Das passt ganz gut. Dann würde ich Folgendes machen. Ja doch, jetzt richtig genug und bla bla bla. Eine Garnison, Militär, habe ich auch noch keins. Entdeckerposten. Ja, ne, ganze Garnison will ich da jetzt nicht unbedingt unterbringen wollen. Aber ein weiterer Wachturm wäre vielleicht nicht verkehrt. Moment mal eben. Das ist so Unsinn, weil die sind hier in der Gegend. Was mache ich denn da? Einen Augenblick. Erstmal überlegen, Augenblickchen mal. Komme ich da irgendwie hin? Weil da ist schon die andere Fraktion. Da auch. Aktuell habe ich da keinen direkten Weg. Aber ich könnte hier Dinge tun. Sinn machen, glaube ich. Ist aber hier schwierig, das Ding auszurichten. Einmal. Das ist so klasse. Zweimal. So. Ja. Nein, dafür aber hier so ein Waldläufer, also eins, sondern 10. Weg. Okay. Und von hier ausgehend. So, machen wir das mal. Okay. Ah ja, hier ist die Militärakademie. Das passt dann schon wesentlich besser. Dann die Waffenschmiede hat nichts zu tun. Warum? Ach der. Okay. Eisenlanze. Ja, mit Eisen ist die Versorgung hier nicht so gut gegeben. Ich lasse das erstmal. Denn dann werden früher oder später ja hier, ne, aus dem Bereich hier entsprechende Diebe anrücken, könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre es vielleicht nicht dumm, wenn ich da die Möglichkeit hätte, entsprechende Sorge zu tragen, dass das abgefangen wird. Wisst ihr, was ich meine?
Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So. Oh, hier sind erstmalig entsprechende Aufgaben aufgeploppt. Einmal Gebiet erweitern. 70.000 soll ich erreichen. Das über 49.000 habe ich. Dann gibt es Außenposten, die ich versorgen soll. Und Bergarbeiter rekrutieren. Beeindrucke mit einer Anzahl deiner Einheiten. 120 Bauarbeiter, nicht Bergarbeiter, Bauarbeiter. 120 Bauarbeiter. Erreiche die folgende Anzahl. Bauarbeiter 120. Jegliche dieser Einheiten zählt für dieses Ziel. Also Baustellenträger als Planierer und Zimmerer. Okay. Die ganz verzählt habe, fielen mir da jetzt noch 36 oder 3 oder wie verrechnet. Nein, so um den Dreh rum. Der Marktstand ist fertig. Wo ist ein Fisch? Sehr schön. Der wird wohl auch schon nachgefragt. Ja, Moment. Das ist eine Aufgabe für das Gildehaus. Baustellenträger, Panierer. Okay. Zehn. Habe ich 10 Hämmer? Habe ich nicht. Ist ja ein Hammer. Baustellenträger. Aber ich habe 10 Rucksäcke. Hammer, 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 Hammer. Angeblich 5, wenn das denn so, wie ich das so verstanden habe, richtig geht, richtig ist. Dann, also einer ist im... Nein. So, 5. Alles andere ist erstmal unwichtig. So. Okay. Wo ist die Schneiderei? Die Schneiderei, die Schneiderei. Wo habe ich die jetzt wieder gelassen? Ach, die ist fertig. Die Taverne hat im Augenblick nichts mehr zu tun. Die sind alles, was da machbar ist, haben die gemacht. Vorerst. Bäckerei, Gemüsefarm, Taverne, kleines Wohnhaus. Wo ist denn die... Also das ist ein bisschen unbefriedigend, diese Sucherei. Hm, Holzfäller, kleines Wohnhaus, Weberei. Wenn ich da jetzt... Ja, die hüpft nicht zur Schneiderei, ne? Also das ist dann halt eine eigene Sache. Die haben halt nichts miteinander zu tun, auch wenn die in der gleichen Rubrik irgendwie untergebracht sind. Aber. Gildehaus, wo habe ich denn? Holzwerkstatt? Kann ich die mit irgendetwas beglücken? So. Wo zum Henker ist denn jetzt wieder... Sägewerk. Suche jetzt hier 3 Stunden lang die Schneiderei. Die Schneiderei. Die Schneiderei. So, einen Moment mal eben. Das sollte eigentlich passen. Ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann machen wir das. Hier sieht es wie folgt aus mit dem den Bäumen. Steinbruch, Steinbruch. Holzwerkstatt. Holzfällerhütte. Ja, jetzt machen wir da so hin. Dann passt das schon. Alles andere ist soweit okay. Lager. Jagdhütte. Hier muss doch auch ein Forsthaus existieren. Hatte ich zumindest in Auftrag gegeben. Irgendwie so. Sägewerk. Holz für der Hütte. Ja, ich sehe wieder alles. Ich meine, ich hätte dabei sogar noch irgendwie hier so einen Brunnen in Auftrag gegeben. Hm. Den müsst du nicht. Sammel, Holz, ja, habe ich eine zweite Jagdhütte gebaut? Nee, ne? Nicht, dass ich mich da verklickt habe. Weberei. Ach da, Forsthaus. Boah, echt.
Achso, der ist schon da existent. Gut, gut, gut. Das sieht soweit in Ordnung aus. Naja. So. Gegnerisches Lager entdeckt schon wieder. Okay. So, Waffenschmiede. Ach, die sind fertig. Das ist schön. Eisenschwert. Schmelzhütte ist eifrig dabei. Das ist cool. Rüstungsschmiedi ist noch in der Produktion begriffen mit seinen Sachen. Das ist ein bisschen... Moment, Hilfe! So. Recht verklickt. 10. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das kann so bleiben. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Konzentration. Konzentration, sonst wird das hier nichts. Kohle. Wachturm. Exakt, das war der Bereich. So. Ah, die sind fertig. Die sind fertig. Dann... Vielleicht hier so. Ist vielleicht nicht verkehrt. Die Leute sind auf dem Weg. Patrouille. Wenn es geht. Moment, wo sind die Diebe da? Hier so eine Patrouille. Geht das? Ich hoffe ja. Ja, die sollen erstmal Eisenschwerter machen. Alles weiter später. So, ich habe, wie ich sehe, hier irgendwie zwei mysteriöse Orte gesehen, gefunden. Was ist hier mit denen? So. Mysteriöser Ort. Bringe Waren an diesem Ort. Aufgaben. Was? Purpurtal. Im Purpurtal. Die sind im Purpurtal. Das ist schön. Bringe Vorräte zum Außenposten. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum angezeigten Ort und versorge ihn mit den geforderten Vorräten. Banditen greifen an. 31 brauchen die, und zwar Kürbisse. Okay. Kürbis. 31 Kürbisse. Steinpilze nicht. Naturprodukte tierischen Ursprung. Naturprodukte, Wertsachen, seltsame, seltene Ressourcen. Ups, was? Gegnerisches Lager zerstört? Ups. Interessant, das sind wir jetzt fix. Wow. Wow. Die haben sich aber sofort durchgesetzt. Cool. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Was ist denn das? Nee, nix, Flak. Schämen. Ich hab Fragen. Zwei Schämen. Das ist ja zum Schämen. Oh Gott, überschlägt. Ist das meiner einer? Nee, das ist von den anderen entsprechend. Zerstörte Grabstätte.
Bin ich raus. Oh mein Gott. Aha, ich verstehe. Schämen. Furchtlose Abenteuer ausgezeichnet im Kampf gegen Werwölfe. Greift Gegner an, der braucht eine magische Klinge und verstärkte Rüstung. Dann habe ich hier noch jemanden mit Werwölfen. Der ist gut im Entdecken von Dieben. Die ebenfalls. Oh, erschrickt durch. Was? Die greift Gegner an, erschrickt durch Schämen. Auch erschrickt vor Schämen. Ja, und die erschrecken alle vor Schämen. Also die greifen Gegner an, erschrecken aber nicht vor Schämen. Die sind aber gut gegen Werwölfe. Vielleicht sind die ja auch bei Schämen hilfreich. Das würde da schon reichen. Was geht denn jetzt ab? Tja. Hilfe? Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Silberdegen. Helfen Silberdegen gegen Schämen, aber ich habe noch kein Silber. Kürbisse liefern. Das ist schön, ja. Wo finde ich die denn jetzt eigentlich? Ich habe mir alles gefunden. Zutaten pflanzlichen Ursprung. Ach, hier sind sie. Groß und breit. Kürbisse, Kohl, Mais und Brot. So. Ja, nochmal ganz kurz. Was habe ich an Kürbissen? 46 und die brauchen Ruhe. Die brauchen, bevor ich unterbrochen wurde, 31. Das kriegen wir also von der Menge her hin. Ich muss da nur irgendwie hinkommen. Dann haben wir hier noch einen mysteriösen Ort. Auch im Purportal. Also das Ganze ist wahrscheinlich das Purportal oder so. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Die brauchen 10 Spitzhacken und 32 Einbänden Brot. Brot habe ich 62. Das sollte nicht das Problem sein. Spitzhacken kann ich herstellen. Das ist auch nicht das Thema. Jesus. Okay. Und da ist nur irgendwie dieser uns freundlich oder halbwegs freundlich gesinnte Ort im Weg. Da sind wir, aber sind noch nicht Freunde. Leider. Wir, 2 Stück? Oh. Das ist 0%. Joa, Logo. Tja. Weißen Fels und, was ist das? Das Purportal. Ah, okay, verstehe. Sollte ich mich da vielleicht erstmal mit denen irgendwie anfreunden, bevor ich andere Dinge mache. Waldläufer, eigene Fraktion. Achso, die sind jetzt schon da angekommen. Sehr cool. Damit die Diebe da vielleicht so ein bisschen auf Abstand gehalten werden. Ja, das ist natürlich jetzt... Wie soll ich denn gegen die Schämen vorgehen? Da fällt mir jetzt auf die Schnelle noch gar nichts zu ein. Ja gut, wir haben sie entdeckt. Sie sind noch ein bisschen weiter weg, so wie ich das hier gesehen habe. Ich hoffe, es ist zumindest so weit, dass die da nicht noch nicht ganz in der Nähe sind. Irgendwie müssen wir dann mit diesen Schämen fertig werden, irgendwann mal. Aber nicht mehr in dieser Folge und wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Folge. Bis zu dieser nächsten Folge, freue ich mich natürlich auf euer Wiedersehen dahin und danke euch für euer Begleiten bis hierhin. Auch für dein Begleiten bis hierhin. Danke, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deine Unterstützung. Hilft mir sehr. Ja, wir werden sehen, wie das hier weitergehen wird ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.